willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von diesem. Zwei. Freunde, wir sind wieder back in the town. Mal wieder in Cologne City Girl, ne? In Cologne City West Side. Ja, pass auf, wenn du liebst. Was mein Leben jetzt habe, zweimal hintereinander. Auf jeden Fall geht es heute um ein paar Neuigkeiten, besser gesagt, ein paar neue Foodspots in Köln. Aber das sind halt keine neuen Läden, sondern das sind halt Läden, die auch was Neues anbieten. Versteht ihr? Hä? Aber der erste ist ein neuer Laden. Der Focaccia-Laden hier? Ja. Nein, die gab schon in der Pizza neuesten Focaccia. Auf jeden Fall kann ich heute sehr viel darüber erzählen, weil in Italien ist es gang und gäbe, die Focaccia-Bar da. Bei uns geben die genau Pizza al Taglio, also nach Gramm. Da kannst du aussuchen, ob korrekt. Und ich war ja vor kurzem noch in Rom und ich habe das gegessen vor Ort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht so krass angesprochen. Warum? Weil es kalt ist. Nein, aber das ist der Fehler. Es wird warm gemacht. Nein, wird's nicht. Die fragen dich, ob du warm oder kalt willst. Guck jetzt, ich war in Roms berühmteste Focaccia-Bar, die es macht. Die ist richtig berühmt da. Ich war ja auch 40 Minuten an der Schlange da, ne? Das hat geschmeckt. Aber kennst du, das war kalt. Guck mal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gehen jetzt rein. Focaccia-Bar findet ihr auf der Zülpischer Straße 235. Unscheinbar. Jetzt gehen wir rein. Der Laden ist auf jeden Fall sehr, sehr neu. Ich rede eine halbe Stunde mit den Leuten auf Krampf, so, ne? Der hört einfach zu neben uns. Nach einer halben Stunde fängt er einfach mit dem Italienisch zu reden. Also, apropos. Mango. Ja, prego, ja. Wir haben hier einmal La Mozzarella, also La Margherita. Hier haben wir einmal Tono mit Zwiebeln und roten Oliven. Ja, so sieht sie aus, ne? Mit den Zwiebeln. Schwarzen Oliven. Und hier haben wir La Teresca. Die Zwiebeln kommen auf jeden Fall runter. Mit Salsiccia und Kartoffeln, Bratkartoffeln. Deswegen auch Tedesco übersetzt, der Deutsche. Echt? Ja. Heißt Tedesco Deutsch auf Deutsch? Tedesco heißt Deutsch. Tedesco? Tedesco. Ist so Germania oder sowas? No. Germania kannst du auch sagen, aber Tedesco sagt man auch. Deutsch. Aber Germania ist das Land. Tedesco Deutscher. Zum Beispiel heißt das aber Alman. Almania und Alman. Das ist der deutsche Alman. Okay, wo das Land? Almania. Ja, auch so, okay. Aber es heißt Deutscher, Tedesco und bei uns Germania. Okay, Carrasco. Grazie. So. Und wir haben hier noch mal eine gemischte Grillplatte, eine gemischte Fischplatte, sorry. Das ist Frittura Mista, vielleicht kennen das die Leute aus Italien. Das sind Sardellen, dann ist das hier... Muscheln, glaube ich, nicht hier. Ist das nicht Muscheln? Oder? Wahrscheinlich auch. Das ist alles in einer so Panade, ne? Ja, und alles frittiert einfach. Frittiert. Kennst du doch auch aus der Türkei, ne? Ja, allgemein kennt man das ja einfach so wie Kalamari. Stellt euch vor wie Kalamari, aber nur andere Fische. Ja, genau, korrekt. Und bei uns ist dann natürlich hier, ne? Die Metzischen, ne? Metze, ne? Ich würde mal sagen, Enes, fang du mal an, ne? Mit dem frittierten Zeug. Dann dürfen wir mal in die Sauce. Ist das Shrimps? Ja. Ist echt gut da. Ja. Ist gut? Ja, das ist gut. Ja, muss ich auch probieren, aber ohne zuerst. Das ist ja gut. Die Mette kommt auch sehr gut durch. Das ist sehr gut sogar. Wir sind groß geworden, ja, mit dem Zeug. Ich auch. Mein Vater hat mir immer gemacht. Das hab ich gar nicht gemacht, wirklich. Aber kommen wir jetzt langsam mal zum Wesentlichen, ne? Ja, das ist so. Top-Nil. Stark, Enno. Du hast gut nachgedacht, ha? Du hast sehr gut nachgedacht, ha? Wir haben immer das Problem, dass wir Thumbnail verkacken, ne? Ich vergesse jedes Mal, weil wir so gefräßig sind. Wir essen, wir sind schon auf dem Rückweg und dann denken wir, scheiße, Thumbnail. Ja, und dann fucken wir uns gegenseitig auf. Sag mal kurz schnell dazu, zu der Margherita. Dann probier ich da Tedesca. Und die ist lecker. Weißt du, also ich weiß natürlich nicht, wie das so ist, aber es kommt mir so vor, ich fühle mich so gerade, als wärst du zum Beispiel bei dir zu Hause, deine Mutter hat so Pizza gemacht, diese Hausmannspizza, so. Und das sind wir gerade am Essen. So schmeckt die. Das hört man gerne. Probiere jetzt La Teresca, wie ich eben schon erwähnt habe. In diesem Sinne. Und sogar mit Zwiebeln schmecken die gut. Guck, viele würden sich jetzt fragen, oder das ohne Tomatensoße oder so. Bei uns nennt sich das ja Pizzetta Bianca. Ist das mit Creme Fraiche? Nein, nein, da ist gar nichts drauf. Aber hast du was Weißes drauf? Nein, das ist nichts. Das ist Mozzarella. Aber ist nicht trocken? Nein, eben nicht. Weil man verfeinert das mit Olivenöl. Und du kennst ja, wenn Olivenöl auf Teig drauf ist, wird es ja weich. Und ich glaube auch, diese Wurst da lässt ja auch nochmal Öl ab. Öl, ja, genau. Das Salsiccia ist drauf. Viele Leute, die das jetzt nicht kennen, Salsiccia ist die italienische Bratwurst. Ganz einfach gesagt. Schmeckt sehr gut. Wir essen die zwei Sachen mal kurz zu Ende. Danach zeigen wir noch das letzte Pizzastück hier, ne? Und Freunde, das ist die einzige Variante mit Fleisch. Der Rest, hast du gut? Ja, der Rest war alles entweder halt mit Gemüse oder so Margherita. Ich habe dann noch zwei, einmal mit Sardellen und einmal mit Thunfisch, was ich gerade habe.
wie gesagt, das Einzige, was halt nicht Fleisch war, was jetzt ich und die Leute, die halt darauf achten, nicht essen können, ist halt diese mit, wie hieß es nochmal? Salsiccia. Salsiccia, genau. Und jetzt aber sonst war da sehr viel Alternative. Und hier, ich habe schon mal reingebissen, die Thunfisch schmeckt sehr lecker, weil ich mag auch Oliven, Zwiebeln, Thunfisch. Ich denke auch, die benutzen italienische Thunfisch. Mhm. Die Filetstücke. Sehr lecker. Auch die Tomaten, so wie sie drauf ist. Ja, muss ich gleich mal probieren. Na, schauen wir es aus, San Marzano-Tomaten. Ja, preislich gesehen liegen wir hier bei 5 Euro pro Stück, 5,50 Euro. Pro Stück bedeutet, man bekommt so gesagt also zwei Dinger von denen, so gesagt. Das bedeutet ein Stück. In Italien ist der Unterschied, habe ich eben schon erklärt, wiegt man das und pro 100 Gramm werden dann, weiß ich nicht, je nachdem, was für ein Belag da drauf ist. Kann sogar im Einzelfall teurer sein, ne? Wie gesagt. Deswegen, es ist in Ordnung. Du wirst natürlich nicht satt. Ich denke, so mit 15 Euro, also drei Stücke, könntest du satt werden. Ja. Blödes Getränk, ich denke mal, du bist bei 10. Weil ihr müsst verstehen, das ist keine dünne Pizza, ne? Das ist ein Focaccia-Teig. Das ist einfach so dick. In diesem Sinne, wir essen zu Ende. Wir haben eigentlich schon alles gesagt, aber wir hören uns gleich nochmal. Ich bin echt voll, ja. Wir hätten das auch nicht gedacht. Also wir haben jetzt insgesamt drei Stücke gegessen, die sind rappelvoll. Plus so eine Neben-Sandwiches so. Snacks so hier noch, hier, dieses Frittierte. Das war echt, Leute, das war echt sehr lecker. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen wie in Italien gefühlt, ehrlich gesagt. Also der Laden ist doch richtig schön, der ist auch komplett neu eingerichtet. Ja. Und der Laden, der hier ist doch neu. Also die haben noch einen Laden, der so heißt, der auf dem Eberplatz. Genau, ne? Macht nur Pasta. Der macht nur Pasta und der Laden macht hier nur Focaccia. Macht nur Focaccia. Hast du gut gesagt, ja. Daumen hoch. Wir gehen jetzt noch einen Laden besuchen und zwar heißt der Laden Eis. Aber mit A. Der Laden ist zwar nicht neu, aber die bieten etwas Neues an. Lasst euch überraschen. Und bei dem Wetter passt das doch gerade, oder? Wir brauchen definitiv ein Eis. Enes hatte ein Upgrade, ist jetzt aufs Skoda umgestiegen. Der Burger ist Dietrich, ja. Auf die Seite, auf die Seite. Auf. Oder fahr. Geradeaus oder rechts? Geradeaus! Bist du blöd? Du bist so krank, ne? Für immer, Junge! Oh, love it, ja, dass er das hat. Was? Hier? Ja. Ich schwöre, jetzt mal ehrlich, an die Autobauer, ne? Die das nicht haben, ne? Ich schwöre jetzt mal ehrlich. Oder wie teuer kann das sein? Bruder. Wie teuer kann das sein, dass sie sich denken? Guck hier, das meine ich. Wie teuer konnte das sein, dass du das da machst, aber hier nicht? Ja, dann soll ich so machen? Soll ich mich so festhalten hier? Sinne, Leute, wir sehen uns gleich beim Pizzaladen. Wir sehen uns gleich beim Eisladen. Bei Eis. Und jetzt Eis, Baby. Ich zeig euch jetzt genau das hier. Dafür sind Cookies, Eis, Sandwich. Dafür sind wir hier. Was kannst du dir darunter vorstellen? Ein Cookie mit Eis? Und ein Sandwich. Wer das bestellt, der ist ein verifizierter H, ne? Aber hier ist doch eigentlich dein Eis. Nochmal. Hier ist doch dein Eis. Hundeis. So, wir haben hier einmal Brownie, Stracciatella, Nuss, Haselnuss, glutenfrei. Und Chocolate Chip plus Vanille. So, Freunde, das hier ist ein Brownie mit Stracciatella-Eis und weißer Schokolade. Laber nicht. Laber dich. Weil Brownie ist so fudgy. Nein. Ja, Brownie schmeckt sehr lecker. Der ist gut, ne? Mhm. Das ist der Cookie Chip. Der ist trockener. Das ist ein normaler Cookie. Okay. Ich glaube, der war glutenfrei. So schmeckt er auch. Der letzte war Haselnuss irgendwas, glaube ich, ne? Haselnuss. Sehr nussig. Ja? Ja, gut. Ja, der ist auch zu nussig. Du liebst ja sowas. Der ist Max. Ich will den nicht mehr. Guck mal, du bist voll. Du bist Hör voll mir doch mal zu. Nein. Da, wo ich mit der Zunge rankommen bin, ich hab das Stück abgewissen. Warum da? Ich will. Nein, nein, nein. Der hat einfach diesen großen Bruder-Trick gemacht. Der leckt das einfach ab und sagt, nimm. Ich schwöre. Nein, nein, nein. Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Mit niemand essen? Warte, nein, bin ich auch nicht mehr. Ich will gar nichts mehr. Ja, der ist aber sag mal bitte kurz dazu. Etwas zu den Nussecke da. Also Cookie Chip, muss nicht sein. Trocken. Aber Brownie und diese. Brownie ist mein Favorite gewesen. Und das ist sehr geschmacksintensiv, muss man ehrlich sagen. Der ist so lecker. Und hier hat richtig dieses Eis und dieses Fudgy und zusammen diese Fusion. Und brutal. Wenn wir schon bei Fudgy sind, checkt unser TikTok ab. Wir haben den Ben & Jerry Fudgy Brownie selber nachgemacht. Schaut auf unser TikTok vorbei, checkt mal kurz ab. Wir sind auch auf Instagram aktiv. Schaut vorbei. Sehr lecker. Wir gehen jetzt noch zu einem letzten Laden. Der hat auch neu geöffnet. Wir trinken jetzt extra nichts, weil da gibt es
was zu trinken. Ciao. Boah, wir sind genau vor dem Laden hier, ne? Und hier ist die Parkmöglichkeit, ist hier immer sehr schwach. Ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, lass den Wagen einfach hier. Was ist das? Genau habe ich mich, guck mal, den Move hier. Scheiß drauf, Fabio, lass er vergehen, ich drehe mich um. Sind einfach zwei vom Ordnungsamt. Das heißt, ich guck mal Schuhe an. Mein Desperado. Ich gehe jetzt die Sachen bestellen. Ne? Hä? So. Bruder, ja, doch, was passiert? Die steht doch auch hier, ja? Das ist der gehypte Laden hier. Schau schön den Bring Me Down, ja. Feige Erdbeer, Banane, Seemus? Was ist Seemus? Seemus. Der Sesam, ja, hier. So, meine Freunde, was haben wir denn hier? Also, wir haben zwei Smoothies. Ich habe den Bring Me Down. Die sehen auf jeden Fall schön aus. Das muss man denen lassen. Aber die sehen auf jeden Fall nicht wie 10 Euro aus. Das kann ich auch schon mal sagen. Das sind auf jeden Fall schon die Fantasiepreise hier. Ja? Für zwei Smoothies 19 Euro. Das ist schon, jetzt überlege ich aber, schon okay, wir überlegen aber gerade jetzt. Ja, warte. Wir überlegen aber gerade jetzt, was Mitarbeiter, Laden, Ladenmiete. Auch dann nicht. Ladenmiete. Bruder, das musst du ja aber alles einkalkulieren. Du kannst euch einfach jetzt auf einer teuren Straße ein fucking Smoothie-Land, der nur Smoothie macht, verkaufen und dann nur weil die Miete hoch ist, deine Smoothie für 10 Euro verkaufen. Nein, aber das ist eine Fantasie. Das musst du aber mitberechnen, Ernest. Natürlich muss. Das ist aber kein Argument, Bruder. Du kannst euch aber sagen, nur, weil, jetzt, dich dann nur weil die Miete. Wenn du jetzt hier auf der Edenstraße. Oder also 5 Euro maximal. Bruder, wir reden von einem Smoothie, Fabio. Ich hätte 7 gesagt jetzt. Ja, 7, Alter. Was? Den kann ich noch nicht gehört. Ja, 7 Euro für ein Getränk. Aber meckerst dann, wenn die Cola 2 Euro kostet? Ich habe einen ganz normalen Bananenshake. Noch, ist nicht gut? Ich hab ganz normal Bananenshake. Du hast einen Bananen-Erdbeershake. Also eher so Erdbeershake. So. Du hast einen Bananen-Kokos-Shake. Mhm. Einen teuren Bananen-Kokos-Shake. Oh nee, also wahrscheinlich sind da viele gute Vitamine drin. Schmeckt sehr süß, aber wie kriegen die Süße aber hin? Datteln sind drin. Guck mal, die Leute, die da hingehen, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die gehen nur dahin, um eine Story mit dem Getränk zu machen. Einfach nur, weil es cool aussieht. Und die Leute sind nichts anderes. Kannst mir erzählen, was du willst. Wir haben auch gerade Leute so mitbekommen, die gesagt haben, ich will nur diesen blauen Smoothie haben, damit ich Foto machen kann, mäßig. Ich verstehe es, Bruder, wir leben aber in so einer Welt. Weißt du, was ich meine? Darüber sagt ja keiner was, aber keiner kann mir erzählen, dass 10 Euro für einen Smoothie gerechtfertigt sind. Ich teile jetzt nicht zu 100% deine Meinung, weil ich sage, du musst alles bedenken, Bruder. Verpackung, Mitarbeiter, du musst... Ich gebe dir, wenn du das nur einfach so platt sehen würdest, ja. Bruder, ganz kurz, dann zu deinem Argument. Stell dir vor, der Laden verkauft einfach nur Wasser. Genau der Laden, der jetzt gerade hier ist, verkauft einfach nur 0,5 Flaschen PET-Flaschen Wasser. Okay? Und überall kostet Wasser 1 bis 2 Euro, 3 Euro maximal. Okay? 0,5. Bist du bei mir, ne? Das teuerste Wasser vielleicht, was du hier bekommst, 0,5, 3 Euro. Ne? Ich glaube, teurer gibt es das hier nicht irgendwo. Willst du mir jetzt sagen, dass der Laden, dass okay wäre, wenn der für 5 Wasser verkauft? Nur weil der jetzt hier ist und der Mitarbeiter und es teuer ist? Nein, Bruder. Das ist aber das Gleiche, was du gerade sagst. Aber du kannst ja nicht... Du gehst ja nur von dem Platz aus und nein. Sagst, der hat Kosten. Aber du kannst... Es gibt ja einen gewissen Markt, Bruder. Das ist ja genauso wie aber guck mal, was, die Dönerpreise, ganz kurz. Die Dönerpreise sind durchschnittlich 7 bis 10 Euro, ne? Ja. Du kannst jetzt keinen Döner machen und dann nur, weil der Döner auf den Ringen ist und die anderen Döner alle 7 Euro, so kannst du es sagen, ich gebe dir recht. Gib ich dir recht, okay? Ich denke mir aber jetzt gerade, vielleicht tun die sich die Idee dahinter, dann tun die noch... viele Vitamine drin. Hast ja gehört, was sie gesagt hat. Also findest du 10 Euro für dieses Smoothie? Nein, sage ich nein. Aber 7 Euro wäre noch in Ordnung. Ich finde sogar 7 Euro wäre sehr happig. Wäre happig, aber wäre noch akzeptabel. Finde ich nicht. Okay. Wir sind anderer Meinung, ist ja in Ordnung. Du bist ja nicht der gleiche Meinung. Komm, lass jetzt einfach trennen. Aber sehr schöner Laden. Das muss man ehrlich sagen. Sehr nette Bedienung. Bedienung top, ist schnell. Also verstehe ich falsch, ne? Aber ich finde halt nur, wie gesagt, happig. Also alles passt, nur der Preis. Das war's jetzt auch mit dem Video. Kommentiert das, vielleicht seid ihr anderer Meinung, vielleicht auch nicht. Definitiv. Kommt ihr hin, macht die Erfahrung, kauft euch so einen Smoothie. Wie gesagt, ich finde aber nur halt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr schwach. Ist meine Meinung. Fabio meinte, da ist ein bisschen noch Luft nach oben. Für ihn war es halt nicht so krass. Ich finde aber, 10 Euro für einen Smoothie ist happig. Aber trotzdem kann man die Erfahrung machen, man kann es probieren. Allein schon für die Leute, die halt auf Instagram oder auf Social Media ein bisschen aktiver sind. Das sieht halt die schön aus. Ein schönes Foto. Ne? Genau. Nichtsdestotrotz haben wir euch jetzt wieder 3 Spots gezeigt, wo ihr was Neues essen könnt. Probiert das Ganze aus. Dann könnt ihr ja mal gerne kommentieren unter dem Video, wie ihr es fandet. Bevor wir uns verabschieden, checkt unsere anderen Kanäle ab. Jeden Tag kommen sehr leckere und einfache Gerichte auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, bei den Shorts. Also wir sind gerade überall aktiv.
In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns wieder, wenn es heißt. Diese zwei. Sind wieder dabei. Und jetzt kommt die Kopfnuss. Du darfst. Ich darf? Du darfst.